So, hi und willkommen zurück zu Let's Play Raw 2. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mit der nächsten Mission an. Ach ja, da es also auf Englisch ist, wenn ihr irgendwie wollt, dass ich Untertitel oder sowas einfüge, dann müsst ihr das als Kommentar schreiben. Ich denke, das Englische ist ja jetzt nicht so schwer, dass man sich verstehen könnte. Wenn, dann müsst ihr Bescheid sagen. Aber ich hoffe nicht. Wie schon gesagt, lange Wartezeit, lange Ladezeit, völlig ohne Vergnügen. Ah, das ist ja wunderschön. In the last 24 hours, the US Embassy is now asking Americans in Mexico to leave the country or limit their movements. Meanwhile, Mexican rebels now claim that US forces are on the ground in Juarez. However, Pentagon spokesmen deny US involvement in the conflict and state that until NAFTA is signed, the Americans will remain on the sidelines. The situation here in Juarez is repeating itself across Mexico, where support continues to grow for the rebels many are calling Los Nuevos Niños Héroes, in reference to the last time Mexican soldiers died in combat against the U.S. at the Battle of Chapultepec in 1847. According to their latest communique, Los Nuevos Niños' stated intention is to remove all U.S. presence from Latin America. Scott, we're gonna put a mule supply vehicle on the ground. It'll have some goodies to help you take the rebel camp, but there's a hitch. Hostiles are now approaching the mule's drop zone. The mule is unarmed and vulnerable, Scott, so neutralize those hostiles before we make the drop, and I mean pronto. Ja. Klar. Wir sollen so schnell wie möglich das Camp aufräumen. Das war so die Quintessenz der Aussage. Chrono, ja. So, ich hoffe, heute wird es mal wieder ein Let's Play Together geben. Sieht relativ gut aus, muss ich sagen. Ja. Würde ich sagen, Launch Mission. Ich würde sagen, ja, Launch Mission. Ich wiederhole mich. Ich bin Alzheimer krank. Okay, Captain, let's get busy. We need those hostiles taken out before we can drop the mule. Right here, we take the lead, Captain. So, wir sprinten erstmal hier lang, weil das hier passiert nicht viel. Das weiß ich. Oh, ein toter S-Soldat und Gegner. Da. Ja. Tote Gegner. Jede Menge tote Gegner. Ich sehe tote Menschen. Nein, da kommen schon zwei wieder aus Südosten. Die werden wir uns auch gleich vornehmen. Ja, super. Die sehen aufgeschreckt aus. Yeah, down. Your target is down, Captain. Scheint es nicht gemerkt zu bemerkt zu haben. Es tut mir leid für mein schlechtes Deutsch. Tapst nur nervös. Way to go, Captain. Ja. So. No worries, Captain. We're right behind you, Ghostly. Natürlich seid ihr genau hinter mir. Ich habe die M99. Ich hoffe, das werde ich nicht bereuen, weil die hat sehr, sehr wenig Schuss, aber dafür ist ein Schuss tödlich, egal wohin er geht. Right here with you, Captain. Und er geht auch genau dahin, wo er möchte. Fast völlig ohne Abweichungen. Ah, jetzt hat uns. Ach. Eben doch mal besser, Vergil. Bitte nicht flame, ja? Wegen meiner schlechten Aimkunst. Das ist. Way to go, Captain. Nice shot. Jetzt musst du sagen, dass ich sonst der Scharfschütze des Clans bin. Ja. Yeah, down.
Your target is down, Captain. Ja. Verzeihung. Ist nun mal so. Ab und zu habe ich mal schlechte Tage. Was war denn das gerade? Naja, unsichtbare Zaun. Och nö, tötet ihn doch. Ihr könnt ihn ruhig töten. Target down. Das war der Sniper, der beim zweiten Schuss erst getroffen hat. Way to go, Captain. Nice shot. Ah, wir haben es geschafft. Ach ja, stimmt. Die Mission hat eine Besonderheit. Eine sehr nette Besonderheit, um genau zu sein. Support dispatched. Und zwar kriegen wir einen Tanz zu sehen von Jenkins. Nee, das ist nicht beabsichtigt. Ich hoffe, die kommen dann raus. Ah, okay, alles klar. Dann schon. Nein, wir kriegen Unterstützung. Ah, ich sehe nur Kanonen vor, den kann man eigentlich ganz vergessen. Die kann man auch ganz vergessen. Aber das ist das, was wirklich wichtig ist. Der Mule. Denn der Mule hat Munition für jede einzelne Waffe dabei. Have your guys keep... Was sehr, sehr praktisch ist. Ja, den. Egal. Das Ghost Team brauche ich an meiner Seite. Denn ab und zu sind sie nicht schlecht, muss man sagen. Ah, nur ab und zu. Im Ausnahmefall. Selten. Sehr selten. Sehr, sehr, sehr selten, um genau zu sein. Hell of a shot, Captain. Das nennt man Black Ops. Versuche jetzt erstmal in Deckung zu gehen, ohne getroffen zu werden. In meinem Glück steht wahrscheinlich gleich einer dahinter. Mit mich rum. Drei Tote und... Ah, okay, alles klar. Ich weiß, wie ich weiter vorgehen werde. Go quiet, roger that. Für alle, die es nicht verstanden haben, er soll leise gehen. Target is down. So, wieder ein Game Save. Und ab jetzt zum Mule. Whoop, forming on you. Vielleicht kriegen wir die Mission ja hin, ohne auch nur ein einziges Mal beschossen zu werden. Es ist möglich, allerdings. Mit meinem Talent eher weniger. So, der Mule kommt mal mit uns. Ja, braucht immer ein bisschen. Ich erkläre mir es einfach so, dass die Daten jetzt übertragen werden müssen. Weiteres Problem ist, dass er wirklich nur über Straßen fahren kann. Ja, ja. Er hat gerade gemeint, wir haben keine Ziele mehr in dieser Mission. Aber muss ich gar nicht verraten, das ist natürlich eine Fehlannahme. So, jetzt wird mal der Meistersniper hier ansetzen. Also das M99 ist wirklich das beste Gewehr, das es gibt. Es wird sehr, sehr langsam nachgeladen. Sehr schwerfällig, sehr, sehr laut. Trotzdem noch meine Lieblingswaffe. Oh, das war ein Glückstreffer. Ich will ihn noch etwas voranschicken, damit er das Feuer zieht, weil er ist so gut wie unverwundbar. Also gegenüber normalem Feuer. Ein Panzerfaust sprengt natürlich. Ja, super. Er wird von irgendwo beschossen, aber ich krieg kein Feuer auf dem Radar.
target spotted. Ja, wo denn? Ja, das ist bestimmt nicht. Oh, ich seh's. So, ab und zu schießt sie mal recht gut, verdammt. Verletzt. Ich sag dazu nichts. Warum? Wer beschießt mich denn da? Oh, die Ghosts tun nichts. Okay, das war's dann mit meinen, von wegen unverletzt bleiben. Ja. Da ist noch einer. Kaufe ich mir. Ja, meistens sieht's so aus, da ich alles alleine mache, bin ich ramponiert und die Ghosts nicht. Ach ja, wichtig zum Mule wäre noch zu sagen, man sollte nachladen. Weil wenn man hingeht, kriegt man die Magazine voll aufgefüllt, aber das Magazin, das im Lauf ist, das in der Waffe ist, selber nicht. Sehr schön. Ich hatte schon wieder Angst, dass ich getroffen werde. Da es ja so untypisch für mich ist. Ah, genau, der Kerl hier. Da. Ich weiß nicht, ob man den im Video so gut erkennt, aber ich sehe ihn recht deutlich. Der ist ein Sniper und ist sehr, sehr gefährlich in diesem Spiel. Sehr, sehr gefährlich. Es reicht ein guter Schuss, um getötet zu werden. Jetzt habe ich Angst. Verdammt. Was war das denn? Was zur Hölle ist das denn? Okay. Das Geräusch ist mir neu. Das macht mir Angst. We have reports from friendlies inside Juarez, Captain. They've been under bombardment for the past 12 hours and need help. Intel has tracked the source to this camp. Find and destroy all long-range weapons in the area. Right, take the lead, Captain. I think we're out of targets, boss. Ja, lustig. Da läuft einer. Dafür wahrscheinlich jetzt aber keine Munition, das heißt von meinem Großteam erledigen. Ich hätte vielleicht auf Azzles gehen sollen, man so schießen sie nicht zurück, wenn sie ein Ziel sehen. Sondern nur wenn wir Feuer bekommen. Vielleicht ein bisschen dumm. Aber gut. Wie schon gesagt, mein Skill. Was auch immer die da machen.